Hallo und herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Freunde. Ich bin am Road Racing Motorrad Mekka angekommen, hier auf der Isle of Man TT, dem wohl gefährlichsten und bekanntesten Road Race auf dieser Welt. Ist optimal, die Bedingungen sind toll und Dunlop hat hier eingeladen zu dem Event. Wir sind heute hier mit dem Flieger angekommen und fliegen abends wieder zurück. Ist natürlich eine super, super enge Zeitspanne und meiner Meinung nach viel zu kurz. Ich war aber 2014 schon hier und da war ich auch länger hier, fast eine ganze Woche und volles Programm mit Fähre und so weiter. Und deswegen kann ich euch auch so ein bisschen von meiner Erfahrung von damals erzählen und was ich halt an der Sache so toll finde, ist einfach die Stimmung, die Atmosphäre hier. Das kann auch, glaube ich, niemand wirklich nachvollziehen, der nicht selber mal hier war. Du siehst wirklich Familien, die an der Strecke picknicken. Nirgends auf der Welt bist du so nah an der Strecke, wenn die an dir vorbeiheizen, alles vibriert und ein Schritt nach vorne und du wärst auf der Strecke. Das ist unfassbar. Und die fahren hier Durchschnittsgeschwindigkeiten jenseits der 200 und Durchschnitt, das muss man sich mal vorstellen. Es war bisher das Sidecar-Rennen und jetzt kommt dann nachher das Senior-TT-Rennen, auf das natürlich alle super gespannt sind. Es ist dann das letzte Rennen und dann ist auch diese Race-Woche hier vorbei. Ganz kurz zur Geschichte der Isle of Man. Es gibt sie seit 1907, diese Rennen. Und damals war es aber noch eine kürzere Strecke. Und seit 1911 hat es dann eigentlich die Länge von knapp 61 Kilometern. Und der Rundenrekord bis dato wurde von Dean Harrison aufgestellt auf der Kawasaki. Und zwar in 16 Minuten und 50. Unglaubliche 216 km/h hatte er Durchschnittsgeschwindigkeit. Das ist unfassbar bei dem Kurs. Und der Rennrekord wurde von Michael Dunlop aufgestellt, dieses Jahr, mit 1,44 und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 209 km/h. Bei der Senior TT nachher, das sind ja 6 Laps, dann circa 16 bis 17 Minuten. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie unfassbar anstrengend das sein muss und wie man da konzentriert sein muss. Absolutes Highlight heute war für mich, dass ich nach dem Sidecar-Rennen eine Hotlap in einem Honda Civic mitfahren durfte. Und zwar machen die dann so eine Art Kontrollrundgang und da fahren die in so einem Corso. Da fährt der innerhalb von 25 Minuten die Strecke. He is a rally champion, so the driver is very good, very all right, fast. All right. Have you had breakfast? No. Good. How fast are we going to go? Around about 90 on the flat bits and up to 120 on the mountain. That's miles per hour. Das war so ultra schnell, mich hat's wirklich von links nach rechts geworfen, so nah an den Hauskanten vorbei. Dann habe ich auch erstmal richtig gesehen, wie nah wirklich die Leute an einem dran sind und dann sich vorzustellen, dass die Motorradfahrer das Ganze in 16 oder 17 Minuten fahren. Unglaublich. Und wir spazieren jetzt weiter zum Grid und dann geht's auch bald los mit der Senior TT. So, gerade
Gerade kam die Durchsage, dass es in 2 Minuten losgeht. Jetzt rollen schon die ersten ran. Es ist der Wahnsinn, vor allem, dass ich hier direkt an, wirklich am Start hier stehen kann. Also das Rennen ist vorbei, gewonnen hat Peter Hickman und zweiter ist Dean Harris und dann Connor Cummins. Und hier feiern gerade alle und liegen sich in den Armen, sind super erleichtert. Man sieht es richtig an den Gesichtern der Familie und Freunde und Fans. Es ist unglaublich, die Stimmung. Und ja, ich genieße jetzt noch ein bisschen hier diese tolle Atmosphäre. Viele Fahrer sind noch draußen und wir sind dann alle erleichtert, wenn alle gut zurück sind. Ich stehe hier mit dem Simon von Dunlop Deutschland und für euch ist es ja ein mega Ergebnis, oder? Absolut, dass Peter geil. Hickman noch gewonnen hat, ja. Und er hat ja auch einen neuen Rekord aufgestellt. Genau. Kurz vor Schluss hat er dann doch nochmal überholt, 135,4 Meilen, eine Sekunde schneller, neuer Rundenrekord bei der Senior TT, super geil, Hammer. Geil, besser hätte es für euch ja eigentlich kaum laufen können. Perfekt. Cool, ich werde dich nachher auf jeden Fall noch zu den Reifen ein bisschen ausquatschen, aber jetzt genießen wir erstmal das hier drumherum. Das machen wir, wunderbar. Superstock machine is very similar to the machine you ride on the road. The only difference is the springs in the forks, the suspension unit on the back, the exhaust pipe, and the gear change. Otherwise, standard, completely standard. Engine motorcycle. Standard. Completely standard, okay. Exactly. If you had a Fireblade for maybe 2,000 euros, you could make the same bike as this, exactly the same. You have to have road tyres, you can't run slick tyres. The bike's about 180 brake horsepower. We are allowed to make the fuel tank bigger because of the size, so it's a little bit bigger, 24 litres. But everything, radiator standard, engine is standard, gearbox, everything, wheels are standard, brakes, everything is standard. On the superbike, I can't show you because it's not here, but there are many differences. You can change suspension, so you can change the forks, the rear suspension, you can change the swinging arm, you can change the wheels, the discs, you can tune the engine, you can change. You must keep standard piston and crankcase, but you can change the gearbox, you can modify the cylinder head, you can change the camshaft, you can put on different electronics. So the difference is very high. Maybe 70,000 euro more cost to build the Superstock. The Superstock lap record now is very near the absolute lap record. And even though the bike is maybe 30 horsepower less, because it's more easy to ride a Superstock machine than a superbike around here. You must have a very linear, very smooth kind of power, not a very sudden power on a superbike. If it's too aggressive, it's very difficult to ride on this circuit. And also compared to a short circuit, a small circuit, which is maybe 3 or 4 kilometers, and this is like 60 kilometers, you have a mountain, you have villages, you have bumpy roads like motocross,
smooth road, you have everything. So it has to be a, like, it's on a road, so you have to have a machine very similar to a road machine to do this job, to be able to do it. The Superbike is around 215 brake horsepower, will do around 200 miles an hour, and you can, of course, use slick tyres. As I say, we have different size wheels, we have different brakes, many other things, and bigger radiators. So a lot of things are different on the Superbike. So you can change many, many things. But the silhouette, the shape of the machine must look the same as the road machine still. So still the same kind of image, basically. Obviously for Ian Hutchinson, who this bike is for, we've had to put the gear chains onto the right side. So this was very difficult to make. We had to make to go all the way through here because his left leg is not really working anymore, you know, due to his injury from his accident. And both the riders have the brake on the thumb, you know, not on the foot piece, but it's easier to control this way. Yeah, they prefer that. It's easier if they're going over a jump for controlling the machine to bring down the front and things like with the motocross machine. So they prefer this to the foot because sometimes, even if your foot was okay, you cannot get to the foot brake, you know? Yeah. This is Hutch's bike and this is Lee Johnson's bike. But both riders have exactly the same specifications, same engines, same suspension, same brakes, everything. The only difference is riding position or handlebar position or whatever. Yes, certainly. Hans, jetzt wo wir uns wieder lieb haben, wie lange machst du das Ganze schon? Boah, gefühlt, ich weiß es nicht, einige Jahre. Und was ist für dich das geilste Road Race, weil ihr seid ja immer überall unterwegs? Es gibt nur einen Road Race. Und jetzt? Auf der Isle of Man. Und jetzt im Vergleich Macau? Kommt gleich danach. Und im Vergleich Northwest 200? Kommt gleich danach. Ich würde sagen, hier, Macau, Northwest. Der Tank hier hat 24 Liter, damit wir zwei Runden kommen. Dadurch, dass 120 Kilometer, brauchen wir auch die volle Literzahl. Also wir haben, der hat jetzt 23,5, du darfst auch auf keinen Fall über 24 Liter kommen, weil ansonsten bei der technischen Abnahme wirst du dann disqualifiziert. Alle zwei Runden ist ein Zwischenstopp, da wird Reifen gewechselt, also Hinterradreifen, Vorderrad bleibt drin und getankt. Okay, und wie geht der Tank auf? Wie geht der Tank auf? Du hast einfach nur so diesen Clip, ein bisschen Bajonettverschluss. Dann machst du den so auf, wird dann bis oben hin vollgefüllt. Ist hier bei der Isle of Man nicht wie bei der Langstrecken-WM. Man tankt halt auf Sicht mit einer ganz normalen Zapfpistole, wie es an der Tankstelle ist. Okay. Dann Tankdeckel wieder drauf. Das macht dann derjenige, der auch das Visier sauber macht und die Verkleidungsscheibe sauber macht, der nimmt den Tankdeckel ab. Der Tanker steht schon mit der Pistole da, tankt. Und der, der das Visier sauber macht, macht den Tankdeckel wieder drauf. Manchmal klappt es besser. So, und dann. Beim Rennen läuft. Und einer wechselt das Hinterrad, also dürfen dreimal am Motorrad schrauben. Mehr dürfen nicht raus. Bei der Langstrecke sind es vier, hier sind es drei. So, also ich schnappe mir jetzt wie gesagt noch den Simon von Dunlop oder Dunlop, wie auch immer ihr es aussprechen mögt. Jeder sagt es so, wie er mag. Und meine Haare sind auch fast schon wieder trocken. Ja, Simon, das hier ist der Siegerreifen, oder wie? Der Siegerreifen, ja, ganz genau. Mit dem Reifen hier ist Peter Hickman das Rennen zu Ende gefahren. Und ja, man sieht es, den neuen Geschwindigkeitsrekord, 135,4 Meilen pro Stunde. Also absolut geil. Der hat richtig am Kabel gezogen mit dem Tank. Und den kann ich mir so persönlich auch kaufen? Ja, ganz genau. Genauso wie er ist? Ganz genauso wie er ist. Also man sieht es im Grunde genommen hier an der Seite. Es ist ganz normal ein 205-60-17 KR108 in der MS2er Mischung. Also für etwas wärmere Temperaturen. Heute war es ja auch in Ordnung. Der Reifen unterscheidet sich überhaupt nicht von den Reifen von der Stange. Also es ist, ist ein Reifen von der Stange. Man hätte jetzt irgendeinen Reifen aus dem Lager nehmen können und den ist Peter Hickman gefahren. Also es sind im Grunde genommen alle Mischungen, was da ist, also alle verschiedenen Mischungen von 0 bis 5, je nachdem vom Vorder- und Hinterreifen, ist von allem im Grunde genommen genug dabei, dass man einfach für alle Wetterbedingungen vorbereitet ist. Wenn es jetzt heute irgendwie kälter gewesen wäre oder noch wärmer, dann hätte man im Grunde genommen
ja, alles fahren können, was man dann benötigt hätte. Dann ist natürlich wichtig für die Jungs, ich sag mal, für uns gemeinen Trackday-Fahrer ist es natürlich jetzt nicht so extrem entscheidend, welche Mischung man fährt. Man kann im Grunde genommen den 108er kann man eigentlich in der Zweier-Mischung oder in der Vierer-Mischung fahren. Die Vierer ist dann die Endurance-Mischung, die hält eben etwas länger. Und für die Profis ist es natürlich wichtig, dass die wirklich die absolut perfekte Mischung fahren, die für die Temperatur passt. Und deshalb ist halt hier wirklich so eine absolute Armada an Reifen dabei, von jeder Mischung mehr als genug am Start. Wäre das jetzt der gleiche Reifen, den du einem MotoGP-Fahrer zum Beispiel empfehlen würdest, oder würde der einen anderen Reifen fahren? Gut, in der Moto2 fahren sie im Grunde genommen ja auch eine abgewandelte Form von dem KR108. Da steht auch im Grunde genommen nicht KR108 drauf, aber im Grunde genommen ist es eigentlich ein KR108-Reifen. Und ja, im Grunde genommen ist es genau das Gleiche. Ja. Und ich sehe da hinten auch Reifen mit Profil. Wann werden die eingesetzt? Genau, die D213 GP Pro, die profilierten Rennreifen, das sind im Grunde genommen ist es die profilierte Variante von dem KR. Also sie unterscheiden sich gar nicht, außer dass sie halt ein Profil haben und eine Straßenzulassung haben. Und die kann man fahren, wenn man einen Reifen mit Straßenzulassung benötigt, wie jetzt hier in den Rennen, in den Klassen, wo man eben seriennahe Motorräder fährt, dann fährt man eben den D213 GP Pro, der eine Straßenzulassung hat. Würdest du mir empfehlen, den auch auf der Straße zu fahren? Wenn du vor der Eisdiele der absolute König sein willst, dann ja. Dann machst du dir einen D213 drauf, den du vorher auf der Rennstrecke gefahren bist. Dann bist du absolut der König vor der Eisdiele. Ansonsten absolut nein. Also der hat auf der Straße nichts verloren. Der ist wirklich nur für das Reglement, hat der eine Straßenzulassung und das Profil. Also wir haben dieses Jahr neu den Sportsmart TT. Das ist im Grunde genommen die wichtigste Neuerung dieses Jahr. Der ist positioniert mit 50% Landstraße und 50% Rennstrecke. Wenn du also mit deinem straßenzugelassenen Rennmotorrad auch ab und zu mal auf den Trackday fahren willst, kannst du da schon wirklich richtig Gas geben. Und der TT ist so vom Performance-Niveau so bei ungefähr 80-85% von einem GP Racer. Also der kann schon richtig, richtig viel, kann richtig schnell auf der Rennstrecke, aber eben auch auf der Landstraße wunderbar fahren, wärmt sich schnell auf. Ja, und das TT vom Sportsmart TT kommt auch von der Tourist Trophy oder hat das einen anderen Hintergrund? Also eigentlich kommt es von Track Technology, bedeutet TT. Aber natürlich ist der Link zur Tourist Trophy hier auch eine ganz nette Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Florian von ThyssenKrupp und ihr seid für die Felgen verantwortlich, oder? Fürs Penske-Team? Nicht nur fürs Penske-Team, wir sind die Hersteller von der Vollcarbon-Felge für die BMW HP4 Race und stellen diese jetzt auch für andere Motorräder bereit. Sind auch gerade dabei, den TÜV für Deutschland drauf zu machen und hoffen, dass Ende der Saison diese Räder auch legal auf der Straße gefahren werden dürfen. Und macht es Sinn für Straßenfahrer wie mich? Ich denke schon, weil die Agilität des Motorrads steigt wahnsinnig. Du hast viel weniger rotierende Masse und eine super coole Optik. Also die Optik, das ist keine Frage, das ist der Wahnsinn. Und was wiegt jetzt die hier? Die Felge, die Hinterradfelge wiegt 2,9 Kilogramm, die Vorderradfelge wiegt 1,9 Kilogramm. Genau. Und in der Steifigkeit, dadurch, dass wir die einzigsten auf der Welt sind, die ein Flechtrad verwenden, können wir die Speichen komplett in das Felgenbett einbinden und haben damit eine wahnsinnig hohe Steifigkeit, bei aber trotzdem einer hohen Selbstdämpfung in der Felge. Okay, und was uns Normalos natürlich alle interessiert, was kostet der Spaß? Der Satz, da sind wir bei 4.000 Euro netto und bewegen uns damit eigentlich in einem ganz guten Verhältnis zu Magnesium- und Schmiede-Aluminium-Felgen. Okay. Und bieten eine höhere Performance und eine bessere Steifigkeit. Na dann, klingt gut, muss ich mir mal zulegen. Gerne, gerne. Muss ein bisschen sparen, aber. Willi Conny. Hi. Legende hier mal wieder getroffen. Wir kennen uns schon seit Ewigkeiten jetzt von so der ein oder anderen Roadracing-Veranstaltung, gell? Genau. Ob es Fischereihafenrennen war oder Isle of Man. Überall sieht man dich und genau. Schön, dass du hier bist. Du hattest ja einen bisschen schwereren Unfall letztes Jahr. Genau. Und da war ja lang nicht klar, ob du kommen kannst. Deswegen umso schöner, dass du es geschafft hast. Und an deinem Grinsen kann man sehen, du genießt die Zeit hier. Was macht für dich die Isle of Man so besonders? Die Isle of Man ist insgesamt besonders. Also die genialen Menschen, die hier rumlaufen. Ich habe hier noch nie jemanden getroffen, der mies drauf war. Ja. Es ist einfach klasse. Hier musst du gut drauf sein, weil es einfach total genial ist.
Und gut, die Rennerei ist natürlich einzigartig. Ich fand das was. Und wann hat dich das Fieber gepackt? Wann ging das bei dir los? Was hat dich infiziert? 88. Also was heißt denn das Fieber? Ja doch, in 88. Also vorher war es nur auf der Liste. Ich wollte auf jeden Fall verschiedene, also alle Rennstrecken in Europa und verschiedene Events weltweit wollte ich sehen. Und auch eben einmal die Isle of Man. So, dann war ich einmal hier und dann denke ich, das kannst du nie mehr verpassen. Das ist ja, unmöglich. Also das muss ich bei mir auch sagen. Ich war 2014 hier und davor war immer mein Ziel, einmal zur Isle of Man zu fahren. Und seit ich da war, war immer mein Ziel, nochmal hinzukommen. Genau. Und ja, jetzt ehrlich gesagt ist wieder mein Ziel, nochmal herzukommen. Dann wieder für längere Zeit, weil ein Tag ist einfach viel zu wenig. Und aber du warst davor schon Motorradfahrer. Bist du die Runde auch schon mal abgefahren? Wahrscheinlich schon. Ja, ja. Ich habe neulich gerade mal grob durchgerechnet, ungefähr 600 Mal in den 30 Jahren, wo ich jetzt hier bin. Okay, gut. Ja. Also ich kenne das schon, ja. Aber beim Rennen würdest du selber nicht mitfahren? Jederzeit, wenn ich ein Team hätte und ein entsprechendes Moped. Man also muss ja auch wenn das jemand sieht, der, also ich bin sofort dabei. Und was hat es mit den ganzen Badges auf sich? Sammelleidenschaft. Wann ging das los? Ja, weißt du was? Ich werde ständig gefragt, was ist denn die Story von dem Leder? Es gibt überhaupt keine Story. Es ist einfach, es ist so passiert. Ja, es ist einfach, wenn du 34 Jahre lang das gleiche, den gleichen Kombi trägst und bei jeder Rennen oder was weiß ich, bei jedem Treffen, jeder Rennveranstaltung ein Badge dran machst, dann sieht es irgendwann so aus. Also geplant war das so nie. Ich habe auch so eine Jacke daheim, wo die ganzen Metal-Bands drauf sticke und es wird auch immer mehr. Also ich kann es absolut nachvollziehen, aber sowas brauche ich auch noch unbedingt. Und wie geht es deiner Hecke daheim? Also kurz zur Info, der Conny hat eine Hecke in Form eines Rennmotorrads daheim stehen, die er hegt und pflegt. Genau, da bin ich jetzt seit 24 Jahren dran. Und die steht da immer noch wie die Eins, also alles top. Da kommen ja sogar Touristen hin, gell? Touristenbusse, habe ich gehört, um Fotos zu machen von deiner Hecke. Das ist so, ja. Also meistens kommen natürlich Mopedfahrer hin, machen ein Bild und fahren wieder. Aber es gibt eben auch Touristenbusse, die kommen. Es gibt halt, also das Extremste ist immer, wenn die Japaner kommen. Ich weiß aber jetzt warum. Ich habe mich immer gewundert, woher die das wissen. Und dann habe ich mal gefragt. Und da hatte eben einer einen Reiseführer, also einen japanischen Reiseführer über Deutschland dabei und hat mir das gezeigt. Ich konnte natürlich nichts lesen, aber das Bild habe ich gesehen. Und dann machen die eben da, was weiß ich, Connys Hecke muss abgefahren werden, genau wie Schloss Neuschwanstein und Gott weiß was. Ich war auch so eine Hecke. Aber das dauert ganz lange, das war kein Spaß, 24 Jahre. Wow, okay, vielleicht lasse ich es doch bleiben. Ja, cool. Ich wünsche dir noch ganz, ganz, ganz viel Spaß. Schön, dich gesehen zu haben und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Definitiv. Cool. Bis dann. Mach's gut, gell? Ciao. So, liebe Zuschauer, es ist leider schon so weit, dass der Tag langsam zu Ende geht. Wir gehen jetzt dann zurück zu unserem Flieger. Wirklich, ein Tag ist viel, viel zu kurz für die Isle of Man. Für diesen einen Tag habe ich wahnsinnig viel gesehen und machen dürfen. Also ich bin überglücklich. Ich kriege das Strahlen so schnell nicht mehr weg. Wie ihr hinter mir seht, die Straßen sind wieder für den ganz normalen Verkehr geöffnet. Überall sind die Leute jetzt am Bierchen trinken und am schönen Abend noch genießen. Das Wetter ist immer noch traumhaft. Es war wohl vom Wetter her die beste Isle of Man seit langem. Die Fahrer sind sich völlig ihres Risikos bewusst und viele machen es auch gerade deswegen, weil es ihnen den Reiz ausmacht. Guy Martin zum Beispiel hat in meinem Interview gesagt, dass er die Isle of Man so liebt, weil sie ihn töten kann. Und die machen es auch nicht wegen den Gewinnsummen. Also viele sagen es auch von sich, dass sie das nicht wegen dem Geld machen, sondern einfach, weil es ihnen wahnsinnig Spaß macht. Und als ich heute hier mit dem Auto über die Strecke geheizt bin als Beifahrer, habe ich erstmal so richtig gefühlt, wie uneben eigentlich die Strecke ist. Und dann denke ich mir, wenn man da mit dem Motorrad langfährt, was da für Kräfte wirken und wie das einfach vom Rennstreckenfahren sich unterscheidet. Wirklich, ich sage es nur nochmal, bevor ich mich jetzt schon wieder hier verquatsche, ich könnte hier stundenlang drüber reden. Es ist unfassbar, es ist wunderschön, es ist so eine tolle Atmosphäre, so eine tolle Stimmung, so super Leute, die man hier trifft. Jeder versteht sich hier mit jedem und jeder teilt diese Leidenschaft. Und ich will auf jeden Fall wiederkommen. Ich empfehle es euch ganz arg, euch das mal anzuschauen. Und ja, ich werde jetzt dann mich zum Flieger begeben und leider wieder zurückreisen, aber das nächste Rennen kommt bestimmt. Und danke euch fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Kommentar und einen Daumen da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Servus.
We'll be right back.